Hallo, Mining 369 meldet sich wieder Montagabend 18:30 Uhr. Als erstes möchten wir Solidarität bekunden mit den Leuten, die jetzt im Moment hier gerade in Mining einen kleinen Spaziergang machen, wo es höchstwahrscheinlich auch Ärger geben wird. Wir sind ja hier sehr brav und halten uns an alle Regeln. Mal sehen, wie wir weiterkommen mit der ganzen Sache. Gleichzeitig Grüße von uns nach Jüxen zu den lustigen Lichtmessfeiern. Das ist auch ein Teil einer Art von Protest. Und das hat uns gut gefallen, glaube ich, allen. Und denen viel Kraft und ja, dass wir einfach zusammenstehen. Dahin weitergehend möchte ich mal, weil sich ja alles nach wie vor an den Werten festmacht, an den Inzidenzwerten, an den Infektionszahlen, einfach fordern, dass dieser unsägliche PCR-Test verboten wird, damit dieser Schwachsinn aufhört. Zweitens möchte ich fordern, dass endlich das Landratsamt, wenn sie diese Zahlen bringt, endlich auch dazu schreibt, wer davon erkrankt ist oder wer einfach nur PCR-positiv getestet ist. Und dass endlich hier klare Zahlen, dass diese Schreckenszahlen wegkommen. Außerdem möchte ich die Anzahl der Tests auch wissen, wie es zu diesen nach wie vor hohen Inzidenzwerten kommt, die aber ja nichts mit der Tatsächlichkeit zu tun hat. Weil in den Krankenhäusern sind normale Situationen für Winter. Und Intensivstationen, die nicht gut gefüllt sind, der leitende Arzt kriegt Ärger vom Klinikchef und so weiter, wenn die nicht gut gefüllt sind, weil dort wird das Geld verdient für die Aktionäre, was abgezogen wird vom Solidarprinzip der Krankenkassen und der Krankenbeiträge. Da wird richtig das Geld verdient und die müssen und sollen voll sein, weil da wird Wert geschaffen für Aktionäre. Also wir werden in den nächsten Tagen noch nach neuen Varianten suchen und überlegen, unseren Protest irgendwie noch anders auf die Straße zu bringen, damit er einfach sichtbarer wird, weil es ist einfach nur über diese Videoschiene vielleicht doch ein bisschen zu wenig oder viele haben gar nicht die Möglichkeit, da reinzuschauen oder sonst wie. Also schaut hier in den Kanal nochmal rein, da wird in den nächsten 2-3 Tagen spätestens wird auch nochmal was dazu kommen, was wir vielleicht planen und was wir machen können. Und ja, tankt bis dahin viel Kraft und wir freuen uns auf euch. Ich habe mir viele Gedanken gemacht jetzt darüber, wie wir Querdenker so gesehen werden. Ja, und das hat mich sehr beschäftigt, dass da doch so ein Rahmen gesetzt wurde, was Menschen unter Querdenken verstehen. Und da gab es auch einen Zeitungsartikel, der mich sehr beschäftigt hat und einen Facebook-Post, wo ich gedacht habe, eigentlich haben die Menschen ja so einen Blick auf uns, als wären wir ein paar Verrückte. Und ja, es würde mich interessieren, wie du das siehst. Verrückter, was ist schon, was ist normal und was ist verrückt? Ja? Also, seit wann sind wir jetzt unterwegs? Seit Mai sind wir immer irgendwo unterwegs. Wir waren auf so vielen Demos außerhalb und in Meiningen ganz viel unterwegs. Und ja, dieses Framing, was du schon gesagt hast, das ist mehr, dass wir in die rechte Ecke geschoben werden sollen oder ja doch, rechte Ecke, ne, kann man ja wirklich sagen. Also bei den meisten Leuten, mit denen ich mich unterhalte, kommt das nicht durch. Also die sehen uns eigentlich nicht in der rechten Ecke. Ganz viele sagen, das ist super, was wir machen. Oder wenn du beim Einkaufen bist und dann geht es immer so, ne, und super und danke für die Arbeit und oder mit dem Button hier umarmbar, dann stehen sie mal da. Ach ja, haben dann die Weste mal gedrückt, gell? Also viele denken, glaube ich, schon wie wir. Nur ganz viele trauen sich nicht, auf die Straße zu gehen oder auch offen zu zeigen oder zu sagen, was sie selber auch denken und fühlen und wie es ihnen auch geht. Also ich höre ganz viele Geschichten, die manchmal echt herzzerreißend sind, auch zu den Kollateralschäden, was der Michael vorhin schon gesagt hat. Ja, ich glaube einfach wirklich, dass die meisten Leute einfach Angst haben, zu zeigen, dass sie genauso denken wie wir.
ob es jetzt einfach nur aus Angst ist, dass sie Repressalien haben auf Arbeit dann, dass sie keine Arbeit oder dass sie vielleicht mit Kündigung gedroht wird oder dass der Chef dahinter steht und sagt, du darfst das nicht. Oder viele sind bei Institutionen, wo sie öffentlich ihre Meinung nicht äußern dürfen, weil sie ihrem Dienstherrn ja ergeben sein müssen. Das mag dahingestellt sein, aber bei vielen glaube ich auch ein bisschen Bequemlichkeit, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die so, wenn es denn mal irgendwann wieder normal läuft, dass sie dann sagen, ja, haben wir immer gewusst, also ja genau, denke auch so. Aber das ist jetzt so ganz schlimm, nur die Rechte, weiß ich nicht. Also ich persönlich habe kenne jetzt keinen, der sagt, Querdenker sind voll die Rechten. Also scheinst du ja andere Erfahrungen gemacht zu haben. Ja, also meine Beobachtung ist, dass, es ja am Anfang waren es die Covid-Idioten, die Esoteriker, die Virusleugner, die Impfgegner, die Nazis, die Rechten, die Reichsbürger. Ja, das war so das Anfangsframing von den Demos, die da alle sind. Und es wurde immer so ein Bild erzeugt in meiner Wahrnehmung, dass das da die Mehrzahl der Menschen ist, die so tickt. Ja, und dadurch, dass wir ja rechtzeitig auch auf Demos gefahren sind, haben wir ja dann die Wirklichkeit gesehen und haben gesehen, es ist eben nicht so. Es ist der Durchschnitt der Gesellschaft. Und es gibt sicherlich auch vereinzelt welche, die in radikalere Richtungen gehen, aber es ist die Minderheit. Das ist überall. Genau. Aber es wurde immer so das Bild erzeugt, Querdenken steht so für ein Sammelbecken dieser vielen Extremrichtungen. Und wenn man dann einmal auf so einer Demo war, dann weiß man, dass es nicht so ist. Man hat es mit eigenen Augen gesehen. Und das ist meiner Meinung nach viel stärker, wenn man was mit eigenen Augen sieht, als das, was man im Fernsehen sieht oder was man vom Hörensagen hört. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Bewegung ist ja unglaublich gewachsen. Also wir merken ja, dass überall in allen Städten viele Demos stattfinden, Autokorsos neuerdings, ja, um einfach diese Zahl mit diesen 10 Begrenzten auch ja, irgendwie dem entgegenzuwirken. Wenn ich halt nur noch mit 10 Menschen auf die Straße darf, dann ist Autokorso vielleicht eine gute Alternative, ja? Und weil diese Bewegung so gewachsen ist, ist es auch aus meiner Sicht für die Politik viel gefährlicher geworden, ja? Also es ist eine Bewegung, die viel ernster zu nehmen ist. Und deshalb ist jetzt meine Beobachtung, dass die Beschämung jetzt nochmal einen Tucken schärfer gemacht wird. Und zwar hat mich das ganz sehr beschäftigt. Da hat hier so ein Professor an der Uni in Frankfurt, an der Goethe-Universität, also Professor für Sozialpsychologie und Soziologie, der hat jetzt da echt noch mal eine Schippe draufgelegt, ja. Der hat gesagt, dass von Verschwörungstheoretiker zu sprechen, dass das viel zu gering gegriffen ist, ja, sondern es ist viel gefährlicher, weil wir sind die Tatsachenleugner. Wir leugnen Tatsachen. Und das heißt, wir haben eine Form von magischem Denken. Ja? Und er hat das dann auch nochmal aufgesplittert und genau erklärt, aus welchen Richtungen das kommt. Und das fand ich total spannend. Und ich finde es, ehrlich gesagt, perfide, es so auszudrücken. Ja? Und ich habe das mal so analysiert. Also er hat gesagt, magisches Denken tritt immer dann auf, wenn Menschen in schicksalshafte Lebenssituationen kommen, mit denen sie konfrontiert sind und sie suchen nach klaren Zurechnungen. Also wir suchen sozusagen nach Erklärung. Das ist ja erstmal richtig, ja. Dann hat er aufgesplittet, es gibt sozusagen drei Gründe zu leugnen, ja. Der erste Grund ist, das gesinnungsethische Leugnen. Das heißt, ich glaube an eine höhere Macht. Ich glaube gar nicht, dass der Mensch die Macht hat, sondern da gibt es was Höheres über mir. Und da glaube ich dran. Und deshalb ist das, was die Menschen machen, das interessiert mich dann nicht mehr so. Ja, das ist die erste Richtung. Also, dass das Glaubensgemeinschaften sind, die da an was Höheres glauben. Die zweite Richtung, die er beschrieben hat, waren Traumaerfahrungen, also Menschen, die schon mal Diktatur erlebt haben, dass die sozusagen dadurch, dass sie diese Erfahrung haben,
die Wirklichkeit nicht mehr richtig wahrnehmen, sondern die Einschränkung dann so wahrnehmen, dass es in Richtung Diktatur geht und praktisch verleugnen, dass es, wie es jetzt ist, dass es ja nur zeitlich begrenzt ist, weil da ein Virus ist, ja? Und zeitlich begrenzt, wir sind jetzt bei einem Jahr, wo wir diese Situation haben, ja? Und also er sagt sozusagen, dass es vorübergehend, also eine Sache ist, die vorübergehend ist, die von uns aber radikal dann angesehen wird, ja? Und dann gibt es noch den Rückzug in die Familie, so in das eigene Feld, dass ich nur mein Umfeld sehe und wie es mir damit geht und alles andere ausblende. Und da hat er auch noch davon geredet, ja, dass es da so eine weit verbreiteten, zugewanderten Ignoranz gibt. Ja? Also das, was jetzt so noch zu uns kommt. Ja? Eine zugewanderten Ignoranz, ja. Also das sind die drei Felder. Und die drei Felder haben alle eins gemeinsam, weil ich will das jetzt nochmal erklären, weil ich würde gerne mit dir darüber diskutieren. Alle drei Gruppen haben eins gemeinsam, sie differenzieren nicht. Und salopp gesagt ist das eine Form von Dummheit. Und dann geht er noch weiter und sagt, weil Dummheit leichter zu organisieren ist wie Klugheit, haben solche Strömungen wie Querdenken sozusagen ein leichtes Unterfangen, ja? Weil die Querdenker sind eine moderne Form von Okkultismus. Ja? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, also wie nach Astrid Lindgren, ja? Wenn mir was nicht passt, dann leugne ich das, weil ich es nicht wahrhaben will und ich mache mir dann die Welt so, wie sie mir gefällt. Ich mache sie mir schick, ja? Und weil es diese drei Richtungen gibt, ja, wo Menschen reagieren in diesen Situationen, wo es schwierig wird, ist das sozusagen leicht, diese Dummen einzufangen. Und ich finde... Das könnte ich ja genauso gut sagen zu dem Herrn sowieso, ja. Ob er gerade in den Spiegel guckt und mit sich selber spricht. Genau. Weil alles das, was er gerade erzählt, kannst du doch eins zu eins auf die auch projizieren. Genau. Ja? Also das sind so Sachen, da muss ich eigentlich nur lachen, wenn ich sowas höre. Das ist ja für mich keinerlei... weiß nicht. Da können wir jetzt hin und her Okkultismus oder Glaubensdummfang. Was heißt denn Dummfang? Also die Querdenker, was heißt denn Querdenken? Querdenken heißt, du kriegst irgendwas vorgesetzt von wem auch immer und denkst einfach mal quer. Ich glaube mal, ob Querdenker, was weiß ich, oder Andersdenker, Rückwärtsdenker, Aufroller, wie man auch immer es bezeichnen mag, da wären wir heute nicht da, wo wir heute wären, wenn da wäre die Scheibe immer noch. Wenn wir noch auf der Scheibe leben und Angst haben, dass wir irgendwo runterfallen. Ja. Also das sind so Sachen, wo ich immer denke, ob sie ihren Professortitel geschenkt gekriegt haben, ich weiß es nicht. Also die sind wahrscheinlich so abgedreht, weit, weit ab von der Realität. Ja, was ich zu dem Herrn in Berlin schon am Telefon gesagt habe, also null Beziehung zur Basis. Also die wissen überhaupt nicht, was unten los ist, wie die Menschen leben, was die denken und was sie beschäftigt. Und das kann wahrscheinlich einer sagen, der gut Geld noch kriegt, hier kämpfen Familien ums Überleben, die wissen nicht, wo sie das Essen herkriegen sollen, die haben Novemberhilfe im Januar noch nicht gekriegt und das sind so, weiß nicht, das sind so Dinger, wo ich immer denke, die armen Studenten tun mir da nicht nur leid. Und das fand ich ja zum Beispiel eine gute Vorlage, ne, dass jetzt praktisch den Querdenkern ja vorgeworfen wird, wir verleugnen ganz viele Sachen. Ne? Und da kam für mich dann die Frage, was verleugnet denn alles die Politik, ne? Wer jetzt alles unter diesen Maßnahmen leidet, ja? Ich habe neulich wieder gehört oder jetzt aktuell wird darüber geredet, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen die Zahl der Depressionen, der psychischen Erkrankung dramatisch ansteigt, ja? Und dass es da eigentlich schon eine Triage gibt, dass sie überlegen müssen, welches Kind kriegt denn dann einen Behandlungsplatz? Wo haben wir denn einen Klinikplatz? Weil wir auch wissen, wenn man einen Termin braucht beim Psychologen oder Psychiater, wie lange muss denn warten? Da haben wir ja schon immer ein Problem, ja? Und es gibt so viele Probleme. Menschen, die ihre Existenz verlieren, die nicht mehr wissen, wie geht's weiter. Jugendliche, die überhaupt keine Zukunftsperspektive haben, die nicht wissen, wie geht's jetzt überhaupt weiter? Was wird mit meiner Lehre? Was wird mit meinem Schulabschluss? Was wird mir alles genommen von der Jugend? Was ist mit den älteren Menschen, die noch ein paar Jahre vor sich haben und diese Jahre jetzt in Einsamkeit und Isolation verbringen müssen?
haben wir uns das alles so vorgestellt? Und das ist ja auch ein Leugnen. Also ich finde, dass in der Politik ganz viel geleugnet wird von, was machen die Maßnahmen mit den Menschen? Ja? Die denken gar nicht so weit. Ich meine, im Endeffekt, ich sage halt auch mal, zum Beispiel die ganzen Kinder erste Klasse. Mhm. Die haben effektiv 3 Monate Schule gehabt dieses Jahr. Also genau. Dieses Schuljahr. Ja. Die müssten eigentlich alle komplett das Schuljahr wiederholen. Weil die Eltern zu Hause, ich habe jetzt dementsprechend viel mit Schwangeren und frisch entbunden zu tun. Als frisch entbunden hast du mit dir erstmal zu tun. Da kannst du jetzt nicht noch gucken, hier Buchstaben. Ich meine, das geht vielleicht noch, aber in einer anderen Klassenstufe irgendwas zu vermitteln, allein geteilt durch. Wenn du es kannst, kannst du es vielleicht, für dich kannst du sagen, naja, so und so. Mhm. Aber nicht umsonst hat ja ein Lehrer studiert. Das ist ja ein Studium, um Kind was beizubringen, halt auch auf eine andere Art und Weise, dass es halt verständlich ist. Es gibt sicherlich viele Eltern, die kriegen das gut hin zu Hause, aber viele halt auch nicht. Und die Kinder fallen halt echt hinten runter. Also ich weiß jetzt nicht, wie, das ist ja jetzt schon die zweite Klassenstufe, wenn du so willst. Ne? Also meine ist jetzt 10. Die müssen jetzt in die Schule als Prüfungsvorbereitung. Gell? Aber was im Endeffekt oder effektiv dieses Jahr hängen geblieben ist, das weiß ich jetzt noch gar nicht so. Die müssten sich jetzt ja bewerben an einer weitergehenden Schule oder so. Ja. Und das ist schon traurig, allein auch dieses, der soziale Kontakt, keine Freunde mehr treffen können. Mhm. Ich weiß, ich komme vom Dorf, da hast du immer mal getroffen irgendwo am Abend, hast du irgendwo oder im Jugendclub oder sowas, geht heute gar nicht mehr, dürfen heute gar nicht mehr. Oder auch mal die größere Jugend mal auf dem, bei uns ist es noch Tanz, wir gehen auf den Tanz, irgendwo mal in eine Disco gehen oder irgend sowas, das fällt ja auch alles weg. Oder ein Single, wo soll heute ein Single jemanden kennenlernen? Ja. Na, das ist schon, weiß nicht. Das ist schon echt traurig und dann hörst du immer noch so die neuesten Meldungen von den Pressekonferenzen. Da bin ich immer froh, dass der Boris Reitschuster immer so schöne Fragen stellt. Und dann ist immer ganz niedlich dieses Herr Reitschuster und da geht es hinten immer schon so nach dem Motto, jetzt fragt er wieder was. Gell? Aber ist euch mal aufgefallen, der kriegt nie eine Antwort, eine richtige. Da wird immer so schwammig drumherum gesprochen, aber eine klare Antwort kriegt er nicht, egal wer antwortet. Aber ja, das ist schon traurig. Ja, und ich glaube auch, dass die Bewegung, der wir jetzt angehören, also ich sag mal, wenn wir jetzt Verbund heißen würden, Verbund der Kritiker, der Maßnahmen für Verhältnismäßigkeit oder so, ja, dann wäre es nicht unter dem Rahmen Querdenken, würde man das vielleicht wieder neutraler sehen. Ich glaube, dass wir ganz wichtig sind, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die hier nicht gut laufen im Moment. Ja? Ich glaube, da ist ja egal, unter welchem Namen du läufst, weil es ist doch egal, ob du jetzt Ärzte hast oder ob du pharmazeutische Leute hast, die sich jetzt kritisch äußern, Psychologen oder egal aus welcher Spanne oder aus welcher Ecke Leute kommen, die sich kritisch äußern, die sind ja sofort, die werden ja sofort aussortiert. Genau. Ja, und es würde Zeit werden, dass jetzt mal alle mit eingebunden werden. Also wir werden ja irgendwie von Virologen hier, sag ich mal, schon ein Jahr lang dominiert, wo es immer darum geht. Von einem. Ja, ja, vielleicht sind es auch 2 oder 3. Ja, und es fehlen die Sozialwissenschaftler, es fehlen die Psychologen, es fehlen die Wirtschaftswissenschaftler, es fehlen, also die gesamten Bereiche, Bildungsbereiche, die müssten doch alle integriert werden in diesen Prozess und das findet einfach nicht statt, ja. Und deshalb denke ich, wenn sich ein Soziologe dann für so einen Bericht hergibt, dann denke ich immer, irgendwas stimmt doch da nicht. Ist das gut bezahlt worden oder? Wahrscheinlich ist er irgendwo drin. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach nur albern. Und dass man sich da überhaupt mit befasst, oder? Es gibt wichtigere Probleme. Ja. Ja, also was mir jetzt nochmal wichtig ist, ist, dass wir jetzt nochmal so klarstellen, was wir nicht leugnen, ja. Weil ich glaube, uns wird da ganz viel unterstellt, was nicht so ist. Was fällt dir ein, was wir nicht leugnen, was uns immer unterstellt wird? Also ich sage ja immer, ich kenne keinen einzigen Corona-Leugner, weil Corona gibt es, das gibt es schon, wahrscheinlich schon immer. Gehört in die große Grippefamilie vielleicht mit rein, Erkältungsfamilie mit rein, ist also immer schon mit dabei. Dadurch, dass es halt im Moment nur auf Corona getestet wird, wird ja auch, es wird ja gar nicht mehr nach Grippe gesucht im Labor, es wird ja nur noch auf Corona untersucht. Und also ich habe noch nie einen Corona-Leugner. Ich kenne keinen Corona-Leugner. Die sagen alle, es gibt Corona, aber das, was draus gemacht wird, es steckt wahrscheinlich ein anderer Plan dahinter. Das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen. Also steckt irgendwas anderes dahinter. Und Hm.
Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass geleugnet wird, dass irgendwas getan werden muss wegen diesem Virus oder so. Genau, ja? Die meisten, die ich kenne, sagen halt einfach, die Maßnahmen sind völlig überzogen oder auch, ich sage jetzt einfach mal, hirnrissig, weil warum soll ich mich ständig desinfizieren? Damit mache ich meine Hautbarriere kaputt, meinen Schutz. Früher hatten wir gesagt, ein Kind, was im Dreck spielt, ist gesund. Das hat, oder ein gesunder Hauskeim, hat man immer gesagt, ist auch gut, wenn man zu Hause nicht mit Sakrotan putzt. Ne? Oder wirklich auch mal, ja, die Kinder, die können auch mal eine Fuhre Dreck essen oder mal mit Sand essen, dass das System mal ein bisschen was zu tun hat. Gell? Und ja, aber das, die weiß ich nicht, dieses Einschließen, dieses Wegsperren, das macht die Leute depressiv, das macht krank. Und dadurch drückt es das Immunsystem runter und dann kommt vielleicht nur mal so ein kleiner Schnupfen vorbeigeflogen und das haut dich dann richtig um, was du normalerweise abschütteln würdest, weil du einfach vielleicht von der Seele her gut drauf bist und machst vielleicht noch Sport. Und jetzt joggen ja die Leute schon mit Maske durch die Gegend. Ne? Aber also ich kenne keinen Leugner. Einfach ein Klardenker vielleicht. Also die Leute, die klar denken und sagen, das kann doch nicht sein, dass ich mit sowas jetzt hier eine Bakterie, ein Virus, einen Keim bekämpfen will. Das kann nicht sein. Was wird aus deiner Sicht verleugnet? Von der anderen Seite? Was wird aus meiner Sicht verleugnet von der anderen Seite? Den Leuten wird abgesprochen, dass sie selber die Eigenverantwortung wird einem abgesprochen, dass ich sage, wie die Oma, die zu Weihnachten gesagt hat, ich möchte lieber noch ein Weihnachten mit meinen Enkelchen, mit allen Kindern erleben, als noch 10 Weihnachten im Krankenhaus abgeschottet vom Rest der Welt. Ja. Und diese Eigenverantwortung, ich kann doch selber, hat man schon mal zu einem Raucher gesagt, macht man deswegen alles zu, weil die Leute rauchen? Ne? Oder Motorradfahrer, dass du denen das Motorradfahren verbietest, weil es könnte ja was passieren. Da müsstest du ja alle die ganze Straße mit Schaumstoff aufkleiden. Das sind so Sachen, du kannst diese, wie sagt man immer so schön, diese Vollkasko-Mentalität, da müssen die Leute, glaube ich, von weg. Also jeder muss in die Eigenverantwortung kommen, dass wenn ich was für mich tue, für mein System, für mein Immunsystem, für meine Gesundheit, dann kann ich alt werden. Und wenn ich halt nichts für mich tue, dann kann ich vielleicht auch alt werden, aber die Gefahr ist halt doch größer, dass ich irgendwas davon trage, irgendwelche Schäden davon trage. Also aus meiner Sicht werden die Zahlen verleugnet, ja, also sie werden falsch dargestellt. Es geht immer um positiv Getestete. Es wird nicht gesagt, wie viele sind davon gesund, wie viele sind wirklich krank, wie viele haben Symptome. Also es ist für mich eine komplett falsche Darstellung. Ja, also ja, früher hieß ja, was wir schon mal gesagt haben, auch diese Symptomfrei war gesund. Genau, das war immer jetzt gesund sind wir alle früher. Krank irgendwie. Und dass dieser, was die WHO jetzt ja auch gesagt hat, dass ein positiver Test ja gar nichts heißt. Das heißt, du musst einen zweiten, einen richtigen Test machen und von einem Arzt klinisch untersucht werden. Und erst dann zählst du als positiv. Also was jetzt nochmal besonders wichtig ist zu sagen, dass wir die Zählweise vom RKI auch kritisieren. Und zwar, dass ja ständig aufaddiert wird, seit März 2020 haben wir an positiv getesteten Personen 2.221.971 Stand heute. Und das heißt, da sind auch welche dabei, die mehrfach getestet wurden. Und das sind einfach nur positive Tests. Das heißt noch lange nicht, dass derjenige wirklich krank ist. Davon sind gesundet 1.935.600 Stand heute. Und verstorben an oder mit Covid-19 sind 57.120 Menschen, das heißt 0,27% der Bevölkerung. Zum Vergleich vielleicht mal, es sterben jährlich auch zwischen 20.000 und 45.000 Leute am Krankenhauskeim. Genau. Und aktuell sind jetzt hospitalisiert 4.323 Menschen und aktuell positiv getestet sind 229.251 Menschen. Und die Frage ist, warum zählen wir eigentlich immer weiter? Warum wird nicht irgendwann mal ein Cut gemacht, wie bei anderen Grippewellen auch? Und Corona ist ja auch ein Grippevirus. Wieso findet das nicht statt? Wieso zählen wir endlos weiter? Wenn wir das jetzt noch 10 Jahre weiter so machen, dann haben wir richtig große Zahlen.
machst du denn jetzt da? Ich hab magisches Denken. Wie? Kennst du das nicht? Hier nee. Hier ist nix. Hier war nie was. Hier sind keine Bäume. Alle Läden haben auf. Und die Kneipen auch. So,